Frau Gössi, man muss sagen, Frau Nationalrätin Gössi, herzliche Gratulation zur Wahl. Sie haben es geschafft, für die FDP, zusammen mit einem Mitkandidaten für die FDP, den Sitz wieder zurückzuholen. Wie ist so die Chance vorausgegeben, haben wir gerechnet, oder ist es doch nur eine Zeiterpartie gewesen? Es war eine Zeiterpartie bis ganz am Schluss. Also ich glaube, vor allem mit dem Resultat hat niemand gerechnet. Das zeigt vor allem auch, dass jeder Kandidat bei uns hat für den Sitz geschafft und nur weil alle so gut sind, haben wir schlussendlich auch den Sitz auch zurückholen können. Aber dass es so rauskommt, mit dem habe ich bis zum Schluss nicht gerechnet. Die grösste Überraschung ist ja, Sie haben den Sitz nicht bei der SP geholt, sondern bei der SVP. Das war ja nie ein Szenario gewesen. Ist für mich undenkbar, also mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich habe das auch erst jetzt also ich habe das Resultat gesehen, da sind gratuliert miteinander und ich habe das erst schnell noch realisieren. Also mit dem habe ich wirklich nicht gerechnet. Was war die Stärke der FDP-Liste? Ich glaube, wir sind regional gut verteilt und vor allem hat jeder seinen eigenen Stil gehabt. Oder? Jeder hat ein bisschen separat seine eigenen Statements vertreten, seine eigenen Punkte. Hätte ich auch so können bringen, wie er tatsächlich ist. Ich glaube, bei uns ist sich jeder selber treu geblieben und durch das haben wir offensichtlich sehr viele Leute ansprechen können. Sie treten jetzt in ein neues politisches Feld ein. Heisst das, dass Sie das bisherige Feld aufgeben? Sie sind Kantonsrätin im Kanton Schweiz, sind Fraktionschefin von der FDP. Alles miteinander geht ja nicht. Ja, also das wird es in der Konsequenz wahrscheinlich bedeuten, ja.